Ja, wir sparen uns die Anmoderation. Wir fangen gleich an. Arne wählt seine komische Karte da aus. Er hat gerade Schere, Stein, Papier gewonnen. Und ich habe gerade eigentlich schon mal aufgenommen, aber da ist mein Computer ausgegangen. Einfach so. Ende. Und wir haben jetzt unseren offiziellen Judge wieder dabei. Mr. Scully, let's play, moin! Nee, eigentlich noch einer. Ja, ich bin der offizielle Judge. Okay, dann eben. Ich glaube nicht, dass Sangan für eine Exit-Beschwörung noch funktioniert. Fang ich an oder du? Nee, ich habe angefangen. Ja, das ist gemein. Das Deck, was ich spiele, ist eine konsequente Erweiterung meines Arschloch-Decks und nennt sich Kettenarschloch. Also doppelt so gemein. Unfair und böse, mag kein Mensch. Ja, ist normal, dass der Computer abstürzt. Ja, der hat sich auch gedacht, ach du Scheiße, mach aus, ey. Der, so. Lass den Scheiß mal sein. So, setten wir das mal und... Darfst du gar nicht. Machst du einen Afghanen, oder was? Ja. Ja, kommt der klassische Afghane zum Zug. Seit wann spielt man eigentlich von der Mitte aus in diesem Spiel? Wieso, ist auch immer so. Ne, früher hat man von links nach rechts. Ja, ne, also bei mir. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich war immer in der Mitte. Wurde ich gerade angeschrieben, aber ich sehe nicht wo. Der Big Doom Train hat geschrieben. Mom. Ach so. Was hast du da alles wieder? Ich hab schon wieder Angst. Das ist der fünfbeinige kopflose Afghane, ne? Das ist der super Afghane, der. Boah, was das ist das. Oh, jetzt. Ach, der Big Doom Train ist in der Konferenz. Wundervoll. Nun, setz mal deinen Kopfhörer auf, du Arsch. Finde ich auch geil. Ja. So. Wir nehmen gerade auf, Chef. Kannst du vorbeikommen? So. Arne, machst du noch was? Warte, er heitert. Tut das Not? Ja. Jetzt, Mann, ich höre mich die ganze Zeit zweimal, lass das sein! Was denn? Arne, komm, bring ihn! Ja, das ist der Fair Judge, der kündigt sich an, jetzt ist er da, Fair Judge, eingeflogen. Wir haben ja schon gesagt, er ist der neutralste Mensch der Welt. Ja, so richtig motiviert. Ist gerade aus dem Bett gefallen. Ja. Ah, ne. Ja, ich sammeln hier ihn hier. Im Eingriff wurde. Oh. Ja, der wird jetzt automatisch in Death gesetzt und du musst eine Karte von deiner Hand abschmeißen. Von Deck runterschmeißen. Mille. Und du machst keinen Chain-Effekt oder so einen Scheiß. Ja, er kommt gleich noch. Dann setze ich noch zwei Karten. Und beende mein Zug. Was hat einen denn da Kreatives gebastelt? Das werdet ihr noch herausfinden. Also. So, mal gucken. Das. Ah. Da weiß ich jetzt gerade nicht. Okay. Erstmal aktiviere ich den Kumpel hier. Was macht der? Ach ja. Danach aktiviere ich den Kumpel hier. Dann den hier. Warte mal. Und dann den hier. Kevin, gut, dass du hier bist. Kriegt ihr jetzt 2000 oder 1000 dann? Ich hab gar nicht aufgepasst. Was kam als erstes? Just Deserts kam als erstes. Danach ein Drama Trio. Ja. Ja, also die Tokens werden mitgezählt von Just Deserts. Wundervoll, dann sind halt ja 2000. Also warte mal, jetzt kriege ich erstmal für jedes... Ach, drei kriegt er, ja, dann geil. 2500 gibt es. 2500 erstmal so und dann kriege ich jetzt noch für deiner Dingens noch. Ja. Nochmal. Zählen dann die Tokens als Karten oder nicht? Ja, das sind ja auch Karten. In dem Fall. Also zählen auch nochmal 2000. Mhm. Okay. So, und du kriegst nochmal zwei. Nicht schlecht. Und dann darf ich zwei Karten ziehen. Jo. Das Arschlochdeck der Jahreszeiten. So. Gut, dann würde ich sagen.
Helfen wir dir mal eine Runde. Okay. Stallerkarte. Den setzen wir. Was frisst du da schon wieder? Wer frisst da wieder? Hey. Ich hab's nur verdient. Ich komm hier gerade in eine schöne Aufnahme rein, alles gut gemacht und dann kommt so ein Schweizer da an, holt sich eine Tüte Chips, weiß erst gar nicht, wo er ist. Ja. Und frisst uns jetzt ein Feuer. Ja, mach weiter so, das ist kein Thema. Bin glücklich. So, ich kann die nicht tributieren, diese Dinger, ne? Die Ojamas. Aber ich kann sie doch für Exit-Beschwörung nutzen, oder? Nein. Wieso das denn nicht? Tokens können nicht als Exit-Materialien gebraucht werden. Aber du könntest Synchro machen, wenn das ging. Okay. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Komm, du hast doch noch einen Tuner verdeckt. Nee, hab ich nicht. Ich kann auch nicht, was kann ich denn mit denen alles machen? Nix. Nix. Ich kann nur mit denen angreifen, theoretisch, ne? Und aber nichts, ne? So opfern lassen. Ja. Oder, weiß auch nicht, du opferst dein eigenes Monster weg. Gar nicht, was ist eigentlich, was ist passiert eigentlich mit Tunern, mit Tokens, wenn sie umgedreht werden? Geht nicht. Wie geht nicht? Tokens können nicht von Buch des Mondes angezielt werden. Zum Beispiel jetzt. Ja, was ist, wenn das auf mehrere Ziele trifft? Dann sehen sich die Tokens nicht. Beispiel? Die aktiviere ich jetzt. Ach so, ja, das gilt einfach nicht auf die Tokens. Die werden nicht beeinflusst dadurch. Mhm. Das ist ziemlich blöd. Dann drehe ich die nochmal wieder um. Warte mal, wie ist das eigentlich? Ist das eine Beschwörung, diese Monster-Dinger? Auch nicht, wahrscheinlich. Was? Die Ojama-Tokens? Ja. Ja. Hätte ich ja vorhin was aktivieren können. Ja. Also ich hätte jetzt zum Beispiel reißender Tribut vorhin aktivieren können. Ja, das wäre... Sofern du es direkt an Ojama Trio angekettet hast. Ja, das war ja die letzte Kette dann gewesen. Nein, er hatte doch noch... Ojama war das letzte. Ojama war das letzte. Ah, achso, ja, dann wäre es gegangen, ja. Ja. Oder nicht? Deck die mal wieder zu. Ja. Ich weiß noch, wie du mit dem Kettenarschlochdeck gegen mein Froschdeck gespielt hast und einfach mein ganzes Feld verstopft hast mit diesen Tokens und ich bin nicht losgeworden. Flip Summon, ist das auch eine Summon? Flip Summon ist nicht normal Summon. Ja, Es ist eine Summon, ja. Kann man TT drauf machen, ja. Okay, dann mache ich jetzt, dann aktiviere ich die so. Dann kommen die alle weg. Ja, und du kriegst noch 900 Schaden, glaube ich, oder? Nö. Die Tokens. Ah nee, One Day of Peace ist aber auch aktiv. Ja. Hä? Nee, kein Schaden. Kein Schaden? One Day of Peace, Mann. Ach ja, entschuldige. Also, wie gesagt, kommt ihr ran und weiß gar nicht, wer er ist. To grave. So, jetzt habe ich die Suche weg. Hin. Jetzt darf ich mir 1500 drauf. Er frisst hier, das gibt es nicht. Er frisst. Lass mich! Das ist das größte Arschloch-Video hier. Ich bin seit fast 12 Stunden auf, also lass mich. Jo. Oh. Ich hab gerade nur ein Butterbrot mit Mexiko-Soße gegessen. Das war verschimmelt. Ja, nein, das war nicht verschimmelt, verdammt. Der warme Wurm. Kann der was? Ja, teilweise. Ach, ist das so ein Mille-Deck, oder was? Ein Deck-Destruction-Deck. Mille. Magic bedeutend besser. Gibt's da nicht auch so Karten, zerreiß diese Karte und überall, wo die Schnipsel landen? Ja, aber das sind Spaßkarten. Gut, dass sie nicht viel wert ist. So, ich bin in meinen Zug erstmal. Okay. La da di da da, la da da di da da, la di da 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 da. Bitte. La da 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 da. Wir gehen alle am Rad.
Kevin, friss nochmal eine Runde. So, ich... Friss ihn auf! Ah. Was sind das für Chips? Die will ich jetzt auch. Paprika. Geil. Paprika. Paprika. Das ist von Rewe, ne? Jetzt, 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 so, ich immerhin keiner mehr beschweren, dass du ein Video trinkst mit. Ja, ich flippe nicht. Rewe gibt's bei uns nicht. Flippe. 500 Millionen. Eins. Oha. Drei. Drei. Könnte interessant werden. Vier. Fünf. So. Dann aktiviere ich die Falle hier. Mehr Millen. Mhm. Dann Spezialbeschwör ich den, ne? In Attack Position. Mhm. Aber es ist ja nur Summon. Ah. Nicht Special okay. Summon, Normal Summon. Ha, ha, ha. La, 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 la. Aber wenn es, wenn es, was ist passiert so. Jetzt mit dem? Also der geht in die Death. Ja, und das ist mit dem Effekt? Ja, der kommt. Ja gut, dann kriegst du nochmal zwei weg. Ach du Scheiße. Zwei Karten von dem Deck. Das ist ja ein mega Arschloch-Deck. Jetzt aktiviere ich die Karte, dann geht die wieder in... Das verschwindet, die werden wieder umgedreht. Und meins wieder aufgedreht, kann ich, ne? Kann ich die jetzt wieder aufdecken bei mir? Ich muss jetzt hochflippen, oder? Nee. Noch nicht, erst wenn ich fertig bin. Kann ich noch aufflippen wieder? Ach so, Endphase. Ja. Hallo, Herr Judge, kann ich noch auf, kann ich noch aufflippen? Nein. Kann ich nicht. Nein! Okay. Warte mal, Herr Judge. Ja. If that monster is changed to defense position, destroy it. And this card. Weg damit. Wo? Was? Wo? Die... Der Judge, der hat hier alle Hände voll zu tun. Ich merke das. Ja, nee. Der bleibt. Wieso? Wenn er in der Verteidigung ist, ist er weg. Ja, aber der wird verdeckt. Und ja. Daher vergisst nein, sozusagen der hat den doch, Anna Art, hat den beschworen und dann ist er in der Verteidigung gegangen. Ach so, dann ja, das stimmt. Stimmt, ja. Aber der Effekt wurde trotzdem mal ausgelöst? Du könntest es... Warte. Das war ja noch bevor ich die wieder umgedreht habe. Oh, die stellen mir so Fragen. Das ist die Frage. Ja. Von wegen, du hast deinen Zeitpunkt verpasst, kommt beim Gameboy-Spiel dann immer, wenn sowas passiert. Ja. Obwohl du eigentlich nichts machen konntest, das fand ich immer doof. Rein theoretisch müsste der Effekt durchkommen. Ja gut, ja, dann. Kommt der durch, ist mir egal, komm. Was ist, wenn eine Karte zerstört ist? Ist es egal, ob sie von der Hand wird oder muss sie dann... Ne, das ist nur, wenn sie das irgendwie auf dem Feld zerstört ist, ne? Es gibt teilweise Karten, bei denen ist es wurscht, egal wo sie zerstört werden. Ja, dann... Reveal ich den einfach mal, was ist mit dem? Ja, da steht, da, der kann wahrscheinlich sogar... Von der Hand aktiviert werden sozusagen? Ihr habt euch hier gegen mich verschworen. Wenn er auf der Hand zerstört werden würde, ja. Auch dadurch? Das Video ist ja öffentlich. Nee, die wirft nur ab. Okay, dann kommt die wieder auf die Hand zurück. Dann bringt sie mir noch nichts. Ich kenne jetzt all deine Karten, die du da liegen hast, so ist egal. Guten Appetit. Okay. Ja, machst du mal deine Endphase jetzt oder? Nein, ich überleg gerade noch. Ich will meine Karten behalten. Nix wird da behalten. Das ist Arschloch gegen Arschloch, ja. Schlimm. Ich drück gleich Call Admin. Ja, dann wartest du eine halbe Stunde. Habe ich nicht mehr. Kacke. Ja, Anne, mach fertig. Ich muss hier zum Bahnhof. Ich aktiviere die Karte jetzt trotzdem. Kommen wir auf den Friedhof. Und jeder zieht nochmal genauso viele. Zwei Stück. Ich darf ja die nächste Runde wieder ziehen, ne? Uff, ja, bestimmt. Hat keiner mitgezählt. Ich darf ziehen. Nee, darfst du nicht. Du hast ja das eine. Nein, nachher nicht! Bei dir wird geschummelt ohne Ende. Aber ich darf nicht ziehen. Du hast doch zwei Runden, die du nicht ziehen darfst. Ich bin auch immer erstmal. Das kommt mir aber vor wie zwei Jahre, die du da spielst. Hast du sie im Spielzug von Anne aktiviert? Nein, die Reckless? Nee, das war in seinem Zug. Das ja, dann musst du wohl noch eine warten. So, jetzt kannst du deine Karte wieder aufdrehen und mein Zug ist vorbei. Nein,
Du müllst noch eine Karte weg oder ziehst eine Karte oder was? Wenn ich gewusst hätte, dass Arne da so ein komisches Deck-Destroyer-Deck da hat, dann hätte ich das bestimmt nicht benutzt. Also die kommt jetzt auf den Friedhof, meine auch. Ich ziehe 5 neue, ne? Ja, plus 5 für Arne. Reicht. Reicht definitiv. Aber irgendwas passiert doch noch mit der Karte, weil die jetzt aufgedeckt wurde. Da stand doch noch was am Ende. Ja, du kannst noch eine ziehen, Kai. Ach, noch eine! Welche wurde aufgedeckt? Super geil. Ja, wegen Book of Eclipse. Achso. Er kann ja für jedes Monster, das aufgedeckt wurde, noch eine Karte ziehen. So. Los, Arne. Royal Decree, jetzt. Darf man, gibt's die überhaupt noch? Darf man die noch spielen? Ja, klar, dreimal. Darf ich jetzt eine Karte aktivieren, eine Falle von mir? Jo. Okay, dann fangen wir mal an. Ja, kriege ich 800 wahrscheinlich. Ja, warte noch. Machst du was? Muss ich jetzt jedes Mal voran? Kann ich gerade noch nicht, nö, kann ich nicht. Hier. Kann ich immer noch nichts machen. Zack. Ah, immer noch nicht. Ich glaube, das war schon. Ende. Oh. Ja, wenn du jetzt nichts hast, dann ist fertig, Janne. Ja, ich kann nichts. Ich habe nichts momentan, was ich... Ja, dann ist, fertig. Dann nix ist fertig, kaufen. Da habe ich gewonnen. Ja, oh, jetzt ist so richtig Ende, ne? Kette in Arschloch. Wer denn da unten geschrieben? Hey. Ach, der hat mich auf eine Freundesliste gesetzt, oh Mann. Aber ist vielleicht einer meiner Zuschauer, dann ist das super. Dann spielen wir eine Runde. Andernfalls nein. So, mit Defeat. Ein Zug hätte ich gebraucht, dann hätte ich die jetzt noch tot gemillt. Hättest du noch gehabt? Noch ein Needleworm, nochmal wieder noch ein Buch zum Umdrehen hier. Da hätte ich noch direkt angreifen können mit ihnen hier. Ihn hier. Das ist total geil. Finde ich auch. Bam. Ah, oh, ne, da hätte ich auch wieder nichts zu gehabt. Was ist das denn für ein Vieh? Das ist ja mega geil. Was denn? Der Doomdozer da. Doomdozer, ja, der ist cool. Okay, ja, Rematch sogar, oder nicht? Habe ich sogar nochmal. Ja, das ist ein bisschen sinnfrei, wenn du jetzt... Nee, mach mal kein Rematch. Ja, dann würde ich sagen, das größere Arschloch ist das mit der Kette. Obwohl ich sagen muss, dass Arnes Arschlochdeck da auch ziemlich arschlochmäßig war. Also wie gesagt, es könnte wirklich gewesen sein, dass er in der nächsten Runde meinen Deck kaputt gemillt hätte. Ah, ja. Aber so ich sehe gerade, dass mir fehlt da auch eine Karte. Gut, hat jemand ein Schlusswort? Hier, Big Doom Train, bring ihn. Gute Nacht. Ja. Moin. Ich brauche da mal noch ein...